dass an einem Flughafen mal wirklich für mehrere Tage gar nichts mehr geht, wirklich alles gesperrt ist, das ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich. Ist ja auch nachvollziehbar, denn warum sollte man das auch wollen? Aber am Flughafen Memmingen, dem Regionalflughafen, der in den letzten Jahren immer mal wieder mit sehr beeindruckenden Wachstumswerten auf sich aufmerksam gemacht hat, ist genau das die aktuelle Situation. Der ist nämlich für 14 Tage komplett dicht, denn dort wird die einzige Start- und Landebahn einmal komplett neu gemacht. Und all das, was ihr darüber wissen müsst, das gibt es jetzt in einem ausführlichen Video. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute das Ganze endlich mal wieder von zu Hause. Ich habe mir aus dem letzten Hotelzimmer aber direkt mal die entspannte Sitzposition mitgenommen. Ich fand, es war gar nicht schlecht. Ob wir das jetzt hier so lassen, keine Ahnung, müssen wir nochmal schauen. Es gibt in den nächsten Tagen aber sowieso ein bisschen neues Equipment, das ich euch noch zeigen möchte. Und dann, ja, keine Ahnung, kann man ja vielleicht echt mal ein bisschen was verändern. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um den Flughafen Memmingen. Das ist ein Flughafen mit einer verdammt langen Geschichte, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel. Aber der Flughafen Memmingen wurde tatsächlich schon in den 1930er Jahren als kleiner Flugplatz für den Militärverkehr errichtet, wurde dann im Zweiten Weltkrieg quasi komplett zerstört, dann Mitte der 50er Jahre wieder aufgebaut und dann als Standort für die Flugzeugführerschule S, so hieß die damals, genutzt, um dort Piloten für Hubschrauber und Transportflugzeuge auszubilden. Das ging dann einige Jahre so weiter und dann wurde das sogenannte Jagdbombergeschwader mit der Nummer 34 auf dem Fliegerhorst Memminger Berg, so hieß das ganze Ding damals, stationiert. Das wiederum hielt bis ins Jahr 2004 hinein. Dann war aber auch damit Schluss und der Flugplatz nahe Memmingen, der verlor jetzt nicht nur seine militärische Aufgabe, sondern auch echt so ein bisschen seine Rechtfertigung. Der Flugplatz brauchte eine neue Aufgabe. Und wer hätte da gedacht, dass dort eventuell bald mal der zivile Flugverkehr so wahnsinnig gut funktionieren kann? Im Juli 2004 wurde aus dem kleinen Flugplatz dann ganz offiziell der regionale Verkehrsflughafen Allgäu. Und der wollte am Anfang nicht so wahnsinnig gut funktionieren, deswegen gab es immer und immer wieder Starthilfen in Höhe von mehreren 100.000 Euro. Und das waren natürlich irgendwo Steuergelder, das erzeugte kein so wirklich sympathisches Bild von dem neuen Flughafen Memmingen. Und trotzdem, der kleine neue Flughafen bekam ein ganz normales Passagierterminal, anfangs mit einer maximalen Kapazität von bis zu 1,5 Millionen Passagieren pro Jahr. Und es gab auch ein Instrumentenlandesystem, also ein sogenanntes ILS, zwar nur in Hauptlanderichtungen, aber nichtsdestotrotz sorgte das natürlich dafür, dass der Flughafen wirklich fit gemacht wurde für den ganz normalen zivilen Betrieb. Es wurden damals etwa 4 Millionen Euro investiert für den Um- und Ausbau der sogenannten Picasso-Halle, ein ehemaliger Wartungshangar aus dem Militärbetrieb, aus Militärzeiten, der dann zum Passagierterminal umgebaut wurde. Und im Jahr 2010 kam dann endlich, wenn man das jetzt überhaupt so sagen kann, die lang ersehnte Rettung, denn Ryanair interessierte sich für den Flughafen Memmingen. Und jetzt lässt sich mit einem solchen Flughafen in der Situation natürlich erst einmal noch nicht wirklich Geld verdienen. Also es lässt sich überhaupt kein Geld damit verdienen. Der Flughafen machte Jahr für Jahr immer wieder Verluste, ähnlich wie auch der Flughafen Dortmund oder vergleichbare Flughäfen hier in Deutschland. Aber wie das in diesem Land nun mal so ist, wenn auch nur der kleinste Funken Hoffnung darauf besteht, dass dieser Flughafen eventuell irgendwann mal ins Rollen kommen könnte, dann muss man auf jeden Fall investieren. Denn Flughäfen kann man als Bundesland nie genug haben. Also wurden weitere Gelder locker gemacht und vor allem wurde eine ganze Menge Geld dafür locker gemacht, den Flughafen immer und immer weiter auszubauen, ihn einfach technisch zu verbessern. Währenddessen half Ryanair auch noch so ein bisschen nach mit ihrer damaligen Vermarktungsstrategie und betitelte den Flughafen Memmingen als Flughafen Memmingen München. Das ist so ein bisschen wie diese Frankfurt-Hahn-Geschichte mit dem Unterschied, dass Memmingen von München mit etwa 120 Kilometern Luftlinie zum Münchner Flughafen und etwa 100 Kilometern Luftlinie zum Münchner Stadtkern nochmal ein gutes Stück weiter entfernt ist als der Flughafen Frankfurt von Frankfurt-Hahn. Aber Ryanair hin oder her, ist ja vollkommen egal, welche Fluggesellschaft da jetzt mal die Passagiere liefert. Hauptsache, es kommen überhaupt Passagiere, die abgefertigt werden können. Und ja, der Flughafen fing dann tatsächlich an, richtig gut zu funktionieren. Das, was Memmingen dann in den letzten Jahren schaffte, das ist in vielerlei Hinsicht ziemlich beeindruckend. Der Flughafen tauchte immer wieder, natürlich wie alle anderen Flughäfen auch, im sogenannten DFS-Mobilitätsbericht auf. Der wird jährlich veröffentlicht. Wir haben uns den diesjährigen Mobilitätsbericht für das letzte vergangene Jahr, für das Jahr 2018, auch schon mal in einem Livestream ganz genau angeschaut. Und dort war Memmingen auch mal wieder mit sehr beeindruckenden Wachstumswerten verzeichnet.
Vor allem aufgrund zahlreicher neuer Flugverbindungen von Memmingen aus in Richtung Osteuropa konnte die Anzahl der Flugbewegungen in den letzten Jahren echt massiv gesteigert werden. Im Jahr 2014 waren das ungefähr 8.500 Starts und Landungen, im Jahr 2018, also im letzten Jahr, waren das bereits knapp 13.000 Starts und Landungen. Und ganz ähnlich ist es auch mit der Anzahl an Fluggästen, die am Flughafen Memmingen jetzt abgefertigt wurden in den letzten Jahren. Auch das Jahr 2014 wieder als Beispiel, knapp 750.000 abgefertigte Gäste in einem Jahr. Und im letzten Jahr hatte man knapp das Doppelte, fast 1,5 Millionen abgefertigte Passagiere. An der Stelle muss man dann aber auch fairerweise dazu sagen, dass der Flughafen im Jahr 2014 nach vorangegangenen Verlusten einen Tiefpunkt erreicht hatte. Nichtsdestotrotz ist das Wachstum der letzten Jahre durchaus beeindruckend. Und auch wenn der Verkehr am Flughafen Memmingen nahezu ausschließlich durch Billigfluggesellschaften erzeugt wird, der Flughafen läuft und er hat auf jeden Fall wieder seine Rechtfertigung. Im aktuellen DFS-Mobilitätsbericht wird Memmingen sogar mit einem Zuwachs von etwas mehr als 18% bei den dort von der DFS gezählten IFA-Starts und Landungen besonders hervorgehoben. Jetzt aber mal zum eigentlichen Thema des Videos. Wir haben jetzt geklärt, warum man den Flughafen Memmingen auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben könnte, aber jetzt kommen wir zu einer Problematik, die wirklich vergleichbar ist mit der Problematik des Flughafens Dortmund. Und zwar, beide Flughäfen wollen wachsen, aber die Ausstattung, die technische Ausstattung ist ganz einfach nicht ausreichend. Dazu erst einmal ein kleiner Statusbericht. Der Flughafen Memmingen ist zum aktuellen Zeitpunkt ausgestattet mit einer 2401 Meter langen und 30 Meter breiten Start- und Landebahn. Dazu gibt es in Landerichtung 2.4, also in südwestliche Richtung, das ist in Memmingen Hauptlanderichtung, ein sogenanntes Instrumentenlandesystem, ein ILS und damit ein Präzisionsanflugverfahren. Das ermöglicht hier in Memmingen Anflüge unter CAT-1-Bedingungen. Das bedeutet keine automatischen Landungen und eine Landung, bei der man Minimum 550 Meter Sicht nach vorne haben muss. Und Sichtkontakt zur Bahn müssen die Piloten in mindestens 200 Fuß, also knapp 60 Meter über dem Boden haben. In der anderen Landerichtung, in Landerichtung 06, dort ist die Bahn genauso lang, genauso breit. Da gibt es also keine Einschränkungen, so wie in Dortmund mit irgendwelchen versetzten Schwellen oder sowas. Das ist da genauso wie in Landerichtung 2.4. Allerdings hat man dort kein Präzisionsanflugverfahren, sondern nur ein Nicht-Präzisionsanflugverfahren. Das ist in diesem Fall ein ANAV-Approach. Und das bedeutet dementsprechend auch ein höheres Minimum. In beide Richtungen sind die Landebahnen übrigens ausgestattet mit einer sogenannten PAPI. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, gibt es eigentlich an so ziemlich jedem Flughafen. Und das teilt, oder ist eine Anzeige, die dem Piloten schon mal ganz grob mitteilt, ob er sich gerade auf dem 3 Grad Gleitweg runter zur Landebahn befindet. Ansonsten steht der Flughafen Memmingen aber tatsächlich schon seit Jahren immer wieder mit einigen Punkten auf der Mängelliste der Vereinigung Cockpit. Beispielsweise können landende Verkehrsflugzeuge oder auch startende Verkehrsflugzeuge generell, können nicht den parallel zur Lande- bzw. Startbahn verlaufenden Taxiway benutzen. Das bedeutet, landet ein Verkehrsflugzeug in Landebahn Richtung 06, also in nordöstliche Richtung, dann muss es auf der Landebahn drehen, dann ein Stück zurückrollen, um dann ein Taxiway runter zum Terminal zu nehmen. Die Bahn selbst ist mit einer Länge von 2400 und diesem einen Meter, den muss man auch unbedingt dazu sagen, zwar nicht sonderlich kurz, aber auch nicht sonderlich lang. Natürlich nicht, reicht aber vollkommen aus für Flugzeuge der A320 und 737-Familie. Für die Standardrumpflugzeuge von Airbus und Boeing, also für die Flugzeuge, die von den Fluggesellschaften verwendet werden, die hier nach Memmingen fliegen. Die 2400 Meter würden tatsächlich auch für größere Flugzeuge ausreichen. Viel interessanter ist hier die Breite. Mit 30 Metern ist die Lande- bzw. Startbahn nämlich deutlich hinter dem europäischen Standard von 45 Metern. Und diese 30 Meter Breite sind als sogenannte Narrow Runway tatsächlich auch schon mit einigen Einschränkungen für Flugzeuge der A320 und 737-Familie verbunden. Vor allem dann, wenn das Wetter mal etwas schlechter wird. Bei einem Blick auf den Flughafen fällt dann allerdings auf, rundherum um die Bahn ist doch eigentlich ein breiterer und längerer Bereich durchaus jetzt schon betoniert. Das stammt nämlich noch aus Militärzeiten, dort war die Lande- bzw. Startbahn nämlich mal ein gutes Stück länger und auch ein gutes Stück breiter, nämlich ganze 2981 Meter lang und 60 Meter breit. Und jetzt wird endlich, nach monatelanger Planung, mal ein Upgrade durchgeführt. Und zwar wird die Landebahn auf voller Länge und auf fast voller Breite, nämlich jetzt 45 Metern und den eben angesprochenen 2981 Metern Länge, komplett neu gemacht.
Dafür fliegen vom 17. bis zum 30. September tatsächlich genau gar keine Flugzeuge am Flughafen Memmingen. Die haben einfach mal für 2 Wochen komplett dicht gemacht. Wizz Air ist dabei auf einige andere Flughäfen ausgewichen. Ryanair hat einfach mal alle Flüge in diesen 2 Wochen komplett gestrichen. Und am Flughafen Memmingen hat man natürlich schon in den letzten Wochen alle möglichen Vorbereitungen getroffen, hat schon mal Kabel verlegt und sowas, Kabelkanäle gebuddelt. Und jetzt in diesen 2 Wochen in der intensivsten Bauphase wird halt der ganze alte Belag abgefräst und dann werden auf der neuen Start- und Landebahn etwa 57.000 Tonnen neuer Asphalt verteilt auf einer Fläche von ungefähr 165.000 Quadratmetern. Dadurch, dass man sich hier für 2 Wochen Komplettstopp entschieden hat, kann man die knapp 3 Kilometer lange neue Start- und Landebahn in einem Stück durchziehen, was die letztendliche Qualität des Asphalts, die letztendliche Qualität der Oberfläche verbessern soll. Ansonsten bekommt der Flughafen jetzt außerdem noch eine komplett neue Anflugbefeuerung, eine komplett neue Beleuchtung. Dafür gibt es jetzt mehrere hundert neue LEDs und außerdem bekommt der Airport bzw. seine Runway auch endlich eine Centerline-Beleuchtung, also eine beleuchtete Mittellinie und das mit einem Abstand zwischen den Lampen von 15 Metern. Das klingt jetzt erstmal ziemlich nebensächlich, ist aber tatsächlich eine gesetzliche Grundvoraussetzung, um die Möglichkeiten des Flughafens bei schlechten Sichten zu erweitern. Dazu soll dann auch in naher Zukunft ein weiteres Instrumentenlandesystem kommen, ein zweites ILS, das dann natürlich in Gegenrichtung in Landebahnrichtung 06. Damit hätte Memmingen dann in beiden Richtungen Präzisionsanflüge zu bieten, Präzisionsanflüge der Kategorie 1. Langfristig möchte man hier allerdings auf Cat 2 Minima gehen, in die zweite Kategorie, was dann auch automatische Landungen mit den Flugzeugen ermöglichen würde, mit denen die Fluggesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt nach Memmingen fliegen, nämlich mit Maschinen vom Typ A320 und 737. Und dazu benötigt man jetzt eben auch die neue Befeuerung. Gleichzeitig werden in den nächsten Wochen auch noch weitere Ausbauarbeiten am Gepäcksystem des Terminals stattfinden, um auch dort einfach effizienter arbeiten zu können und auch einfach mehr Kapazitäten zu haben. Und insgesamt sollen diese Ausbauarbeiten am Flughafen Memmingen, die dann hoffentlich im Jahr 2021 wirklich fertiggestellt sind, 20 Millionen Euro kosten. 14,5 Millionen Euro kommen dabei vom Land Bayern. Und damit steht der Flughafen Memmingen tatsächlich jetzt bereits Ende des Monats mit einer komplett neuen, wirklich brauchbaren Runway da und ist damit gewappnet für weiteres Wachstum. Ist auf jeden Fall ein spannender Flughafen, den wir echt mal ein bisschen mehr im Blick behalten müssen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Ich weiß, viele von euch haben sich das Thema Memmingen lange gewünscht und ich bin lange irgendwie drumherum gekurvt. Jetzt aber fand ich es auch mal ganz interessant und ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos dabei. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.